Wir können aktuell nicht nach Japan reisen. Diesen Satz habe ich so oder so ähnlich schon in meinem letzten Video gesagt, aber keine Sorge, heute wird es entspannter und positiver, denn ich zeige euch, wie ihr ein kleines bisschen lokales Japan zu euch nach Hause holen könnt. Und damit herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Ich bin Anne und ich reise heute von zu Hause nach Japan oder so ähnlich. Das ist nämlich so ungefähr der Werbeslogan von Peko Peko Box, die mir freundlicherweise diese Box hier gratis zur Verfügung gestellt haben, damit wir da mal ein bisschen zusammen reingucken können. Fast jeder, der ein Video über Peko Peko Box macht, sagt folgenden Satz, aber ich muss ihn auch sagen. Ich bin eigentlich kein Fan von so Abo-Boxen. Meiner Meinung nach sind da viel zu überteuerte Süßigkeiten und Anime-Goods drin. Und am besten sind es noch Dinge, die ich nicht esse oder die ich nicht brauche. Und deswegen habe ich bisher noch nie mir eine Abo-Box gekauft. Peko Peko macht aber einige Dinge besser, die mir bei den anderen einfach fehlen. Denn ihr Hauptfokus sind kulturelle, traditionelle und vor allen Dingen lokale Sachen, die hier in der Box drin sein werden. Und Peko Peko verspricht eine Experience, also dass man nicht nur Dinge erhält, sondern sie nehmen uns mit auf eine Reise. Ich bin mal gespannt, wie die Box das umsetzt. Auf dem Instagram- und YouTube-Kanal von Peko Peko machen sie das aber schon sehr gut, dass sie eben die Dinge, die in den Boxen landen, auch ja, mit Informationen anreichern. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf dem Instagram und auf dem YouTube-Kanal von Peko Peko vorbeizuschauen. Das hier ist jetzt die Discovery Box. Das ist die Box, die jeder erhalten wird, wenn er erstmal ein Abo bei Peko Peko abschließt. Und nachdem man diese Box erhalten hat, kriegt man dann alle 3 Monate eine Box, die eben regional oder saisonal thematisiert ist. Und je nachdem, was man dann für ein Abo abschließt, kostet eine Box dann zwischen 37 und 40 Euro. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen tricky mit der ersten Box, dass die nicht eine von diesen regionalen, saisonalen Boxen ist, weil man eben eigentlich schon zu einem großen Teil weiß, was da drin sein wird, weil eben Bilder und Beschreibungen davon auf der Webseite sind. Wenn ihr jetzt so seid wie ich, dass ihr eigentlich gern eher ein bisschen mehr Überraschung hättet, dann ist es natürlich ein bisschen schade, dass man erst das ab der zweiten Box haben wird. Aber wenn ihr jetzt auch jemand seid, der sagt, okay, nee, ich will eigentlich wissen, was ich bekomme, dann ist das natürlich cool. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie ihr das findet. Ich möchte euch heute einfach eine Entscheidungshilfe geben, ob sich Peko Peko lohnt, indem ich beurteile, ob es das ist, was es verspricht. Und eben, ob man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, man reist von zu Hause nach Japan. Und deswegen gucken wir jetzt hier mal rein. So sieht das Ganze aus, wenn man es öffnet. Also ich finde, sie geben sich sehr viel Mühe mit dem Verpacken. Hier ist erstmal eine Karte. Dear Anne, thank you for contacting us. Hope you enjoy the box. Einfach ein super cooles Design, diese Karte. So, jetzt werde ich hier ganz vorsichtig diesen Sticker hier abmachen. Da ist ein Kranich drauf. Und dann haben wir hier nämlich, das finde ich, ist auch was, was sie echt gut machen, ein kleines Heftchen. Und dieses Heft wird es in jeder Box geben. Hier steht jetzt drauf Japan Discovery Box. Und in diesem Heft sind halt eben Informationen zu den ganzen Dingen drin, die da drin sein werden. Und ich bin sehr gespannt. Hier ist eine Teeschale und so Teezeremonie-Zeugs drauf. Was wird uns erwarten? Ich weiß eigentlich so grob, was drin ist, aber ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht sind es auch nur so Standardbilder. Schauen wir mal. Das Heft ist immer auf Englisch und Französisch. Ich weiß nicht, warum unbedingt Französisch, aber das sind so die beiden Sprachen, auf die sich Peko Peko fokussiert. Okay, wo fange ich an? Ich fange mal hier an, weil das ist obviously irgendwas mit Matcha. Also das sind 2 sozusagen Matcha zum Kosten. Das ist Bio-Matcha aus Kagoshima. Bio erkennt man übrigens auch daran, dass hier oben dieses japanische Bio-Logo drauf ist. Machen wir hiermit weiter. Ich glaube, das ist nämlich auch gerade hier auf der anderen Seite von dem Heft. Und ich lese gerade, was es ist und ich bin... ja, allein dafür hat es sich für mich gelohnt. Und zwar sind das Matcha-Rollen von Gion Tsujiri. Und ich weiß nicht, ob Gion Tsujiri dem einen oder anderen was sagt. Gion Tsujiri ist eine Matcha-Marke, die aus der Kyoto-Präfektur kommt. Das Ding ist aber, es ist fast unmöglich. Also ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man von Gion Tsujiri was ins Ausland bestellen kann. Deswegen bin ich super excited, dass sie hier von Gion Tsujiri was drin haben. Ich hätte lieber Matcha gehabt, aber Matcha-Rollen sind
auch super, super lecker. In Kyoto gibt es relativ viele Gyeongsuji-Läden und da kriegt ihr halt auch Eiscreme und Kuchen und Kekse und sonstige Sachen und eben auch Sachen wie diese Matcha-Rollen. Das allein, finde ich schon, hat mich sehr glücklich gemacht. Womit mache ich weiter? Hiermit. Ogura Sanso, Reiscracker. Hier steht, in dieser Packung sind 8 verschiedene Cracker drin, die die 4 Jahreszeiten in Japan repräsentieren. Ich denke mal, deswegen sind auch auf der Verpackung zum Beispiel Momiji, also die Ahornblätter für den Herbst und Sakura für den Frühling. Okay, dann... Ich gucke da immer so rein. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier ist noch ein Matcha-Dings. Es gibt da so 3 Matcha-Probepackungen. Was ist das? Was ist das? Mamemo von dem Laden... Uragu, das ist ein Stationery-Laden. Also sie haben sehr viel Schreibtischkram, auch aus der Kyoto-Präfektur. Also es ist eine sehr Kyoto-thematisierte Box so ein bisschen. Also wir hatten jetzt auch schon Kagoshima, glaube ich, aber der Rest bisher alles Kyoto. Also wenn ich es richtig verstehe, sind es so Notizzettel. Da drauf ist aber auf jeden Fall ein Kran. Und ein Kran steht in Japan für Langlebigkeit, steht hier. Hier steht immer noch ein bisschen mehr in dem Heft. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie viel ich euch schon erzählen soll, weil wenn ihr das kauft, dann kriegt ihr auch genau diese Box. Deswegen werde ich nicht immer zu viel erzählen, was hier drin steht. Einfach damit ihr, wenn ihr es kauft, auch noch ein bisschen Überraschung habt. So, dann... Das finde ich wirklich wunderhübsch. Das ist eine Sojasoßenschüssel und ich liebe diese Sojasoßenschüssel, wo Schüsseln? wo so Bilder, sag ich mal, reingelassen sind. Und wenn ihr dann hier Sojasauce reinmacht, dann wird das ein hübsches Bild ergeben. Und das ist auch so mit unterschiedlichen Höhen, dass es eben heller und dunkler ist. Und das ist hier ein Sojasoßenschüsselchen mit einem Mount Fuji drin. Und der kommt aus der Gifu-Präfektur. Von der Mino Pottery. Was ist Pottery? Töpferei. Wir haben noch ein Matcha-Stick. Das heißt, es sind sogar 4 drin. Oder habe ich hier noch einen? Wir haben jetzt noch 3 Dinge. Wir fangen mal hiermit an. Denn darauf bin ich sehr gespannt. Das ist nämlich der Pflaumenblütenduft. Und es wird ja jetzt so langsam Frühling. Die sind übrigens aus Tokio. Vom Shop Daiko. Ich finde es sehr gut, was sie in dem Heft dazu schreiben, denn ich finde auch, die Pflaumenblüte ist sehr unterbewertet. Sagen wir so, Sakura, also Kirschblüten, sind meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet, weil Pflaumenblüten blühen erstens länger und zweitens finde ich sie teilweise schöner, muss ich tatsächlich sagen. Und ich bin gespannt, wie das riecht. Ich glaube, das werde ich auch mal aufmachen. Wenn ich es denn hier rauskriege, meine Güte, was komme ich raus? Oh, aber... Also es riecht schon nicht angezündet. Wunderschön. Ich liebe Pflaumenblüten einfach und Pflaumenduft. Ich weiß gerade gar nicht, ob generell Sakura und auch Pflaumenblüten, also Ume, einen bestimmten Duft haben. Also klar, Frühling riecht schön, aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich einen bestimmten Duft damit verbinden würde. Deswegen, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr blumig und fruchtig. Und dann nehmen wir Tenugui. Das Muster hier drauf ist ein Bild von einem Ukiyo-e-Künstler, der mit Katzen Hiragana gemalt hat. Und diese Hiragana sind die Namen von Fischen. Also auf der einen Seite haben wir Fugu und auf der anderen Seite haben wir Taco. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich ein bisschen schwer tue. Also das Fu und das Ta erkenne ich, aber das Gu, das Ko, tue ich mich jetzt ein bisschen schwer persönlich. Und in dem Heft erfahrt ihr dann noch ein paar mehr Infos zu den, zum Taco und zum Vögel. Und es steht eben auch noch drin, für was ihr so ein Tenugui benutzen könnt und dass es eben was Typisches ist, was eigentlich man in jedem japanischen Haushalt findet. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cute. So, und dann kommen wir zum, ich glaube, größten Item. Ich weiß nicht, ob so das Main-Item sein soll. Ich glaube, das gibt es in dieser Box gar nicht. Tatsächlich ist es im Heft eigentlich das erste Item. Und zwar ist es ein Daruma. Und das Daruma kommt aus der Gunma-Präfektur, aus Takasaki. Da war ich tatsächlich schon mal. Ja, stimmt. Gunma ist, glaube ich, so die Daruma-Präfektur. Ich glaube, am Bahnhof, wenn man in Takasaki ankommt, stehen auch überall Daruma rum. Und zwar ist das von Yoshida Daruma, das ist der Laden. Im Heft findet ihr jetzt auch super viel Infos zu, was sind Daruma selbst, dann aber auch zu halt, wie stehen Daruma in Bezug zu Gunma und vor allem Takasaki und was ist hier so auf dem Daruma drauf, also was steht hier, was
sind das für Bemalungen und so. Wie gesagt, ich will euch nicht alles spoilern, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, weil hier stehen Infos drin, die ich persönlich zum Beispiel auch noch nicht zu Dadoma wusste und kannte. Wer nicht so auf das ganze Abo- und Subscription-Gedöns steht und lieber wissen möchte, was er kauft, das Heft erinnert mich nämlich gerade daran. Es gibt bei Peko Peko neben den Abo-Boxen auch einen ganz normalen Shop, wo man eben Dinge kaufen kann. Also da sind teilweise Dinge drin, die ihr auch in den Boxen bekommt, aber teilweise noch ganz, ganz andere Dinge. Ich habe jetzt nochmal versucht, explizit auf YouTube und Instagram nach weiteren Infos, vielleicht Bildern und Videos zu den Sachen aus der Discovery-Box zu suchen. Tatsächlich gab es ja jetzt nicht so viel. Das kann daran liegen, dass es die Discovery Box, glaube ich, noch nicht so lange gibt. Das erste Bild, was ich jetzt auf Instagram dazu gefunden habe, war vom 28. Januar. Also es kann sein, dass da vielleicht noch mehr kommt. Aber was ich gesehen habe, ist, wenn man eben eine der regionalen bzw. saisonal thematisierten Boxen dann eben bekommt, also die man dann in dem Abo bekommt nach dieser Box, dafür gibt es jeweils dann immer sehr viele Infos. So, was sind jetzt meine Gedanken zu dieser Box? Als allererstes, ich finde sie wunderhübsch verpackt. Also hier mit diesem weißen Außenpapier, das auch einfach wunderschön ist. Dem Seidenpapier und so einfach super schön verpackt. Es hätte an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen weniger Plastik sein können, aber insgesamt ist es tatsächlich wenig Plastik. Also nur das Dadoma und dieses Sushi-Schälchen sind nochmal in Luftpolsterfolie verpackt gewesen. Mittlerweile gibt es auch Dinge, also die man statt Luftpolsterfolie nutzen kann, aber insgesamt für japanische Verhältnisse ist das super wenig Plastik, würde ich behaupten. Meine Favoriten waren definitiv die Gion Tsuji, die Matcha Roll und der Pflaumenduft. Da bin ich sehr gespannt auf die zu benutzen bzw. die zu essen. Die Deko-Sachen finde ich aber auch sehr cool. Ich finde insgesamt, das ist ein guter Mix aus Deko-Sachen, Dingen, die man praktisch benutzen kann und eben Dingen, die man essen kann. Das heißt, fühlt es sich an, als wenn man von zu Hause nach Japan reist. Es ist schwer, dieses Gefühl zu definieren, glaube ich. Das empfindet wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Ich muss aber schon sagen, dass es auf jeden Fall so ein bisschen Japan-Fernweh gelindert hat, weil man eben auch weiß, man unterstützt lokale Shops. Ich glaube, das habe ich jetzt so oft gesagt. Ich glaube, ich persönlich würde so eine regional oder saisonal thematisierte Box noch ein kleines bisschen mehr enjoyen. Deswegen werde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, ob ich ein Abo abschließe. Von daher, ich kann es nur noch mal sagen, ich finde die Box gut. Ich finde das, was Peko Peko macht, super, super gut. So, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo ich die Sachen, also vor allen Dingen die Deko-Sachen, so hinstellen und verteilen werde. Und ich habe auch schon den perfekten Platz für das Dadoma gefunden. Ich habe nämlich hier, passend zu den Farben meiner Bücher, Deko davor stehen. Und das Dadoma passt da einfach perfekt hin. Und bei dem Tinigui habe ich mich entschieden, das dekorativ zu benutzen. Und zwar hängen wir das vor unseren Sicherungskasten. Vielleicht muss man es noch verbügeln. Ich hänge es jetzt trotzdem schon mal hin. Ich habe hier zwei Pins passen in Farben zu dem Tinigui. Ich will mal Tinigui sagen. Tinigui. So. Und dann, ja. Ich muss es noch mal bügeln, aber dann hängt es hier so und man hat nicht so einen hässlichen Sicherungskasten. Ich finde tatsächlich, ich habe ziemlich gute Spots für die Deko-Sachen gefunden. Die Box hat sich also durch und durch gelohnt. Mehr gibt es jetzt auch gar nicht mehr zu sagen und deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Es ist einfach schön. Warum muss ich das lesen? Ich bin verwirrt. Sushis Schälchen, meine Güte. Also Sojasoßen, Schälchen, noch mehr Esslaute. Okay. Hallo, ich benutze heute ein Objektiv von Max und mein Arm stirbt, weil diese Kamera viel zu schwer ist. Also eigentlich nur das Objektiv, gefühlt ist es dreimal so schwer wie meine Kamera. Ich habe keine